Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werden wir eine automatische Weizenfarm bauen. Und ja, alles was wir dazu brauchen ist ein Bauer-Villager. Diesen statten wir erst einmal aus mit 7 Stacks Seeds. So, jetzt gucken wir mal kurz, wo die sind. Okay, dann geben wir das einfach mal so ein. Ja. Steht das nicht unter Samen drin, wenn ich das Spiel auf Deutsch habe? Das ist mir aber auch neu. Dann müssen wir so mal kurz gucken. Hier haben wir sie. Ach, Weizenkörner. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denn die Villager haben ein eigenes Inventar, bestehend aus 7 Slots. Und wieso wir das jetzt machen, erkläre ich gleich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hat aufgenommen, jetzt gucken wir mal. 8, okay. Gut, ich korrigiere mich. Sie haben ein Inventar von 8 Slots. So, das ist jetzt natürlich voll. So, dann bauen wir uns als erstes unser Weizenfeld. So, das habe ich hier schon mal zum Teil vorbereitet. So, zum Ausleuchten. Ich mache aber auf jeden Fall erstmal wieder hier das Spiel auf einfach, damit die Mobs nicht stören. Vor allem, da es jetzt Nacht wird. So, wir legen unser Feld an. Nicht zu vergessen, ihr müsst auf jeden Fall schneller sein als der Villager, ansonsten wird sein Inventar leerer und das wollen wir nicht, das soll voll bleiben. Hier, du nimmst gleich mal noch ein paar bitte aus. So, wenn wir damit fertig sind, geht es gleich in der Konstruktion weiter. Du sollst Weizenkörner aufnehmen, du Knallkopf. So, gut, das Inventar ist wieder voll. Jetzt zu dem Thema, wieso, weshalb, warum, wenn das das Weizen jetzt hier wachsen tut. Er farmt es ab, nimmt die Körner auf, weil diese ja in jedem Slot vorhanden sind, lässt das Weizen liegen. Das Weizen, ne, wird dann hier unten, ne, von einer Lore eingesammelt, die ein Trichter beinhaltet, also eine Trichterlore. Oder Hopperlore, ja, keine Ahnung. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, warum ich hier unten, warum ich die Konstruktion so weit hochbaue, das erklärt sich dann später alles noch. Stopp mal, nee. Das war jetzt falsch. So. So, so und so, genau.
Jetzt müssen wir mal gucken, weil nach hier hinten bauen wir weiter. Ist das hier vorne falsch? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beim 9. kommt dann sowas wieder hin. Natürlich gepowert von einer Redstone-Fackel. Jupp, ist an. So, hier hinten machen wir noch eine ran. Okay, also da runter. So, ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kommt hier eine drunter. Und hier oben kommt eine Antriebsschiene hin. So. Das wird zwar jetzt nicht so toll aussehen, wie ich es eigentlich wollte, aber es erfüllt dennoch seinen Sinn und Zweck, wie man zum Schluss sieht. Und zwar bauen wir jetzt hier einmal rum. So, jetzt muss man aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man kann es schöner bauen, aber ja, ich finde das so eigentlich recht zufriedenstellend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann machen wir hier drunter noch eine Redstone-Fackel hin und eine Antriebsschiene. So. Und so. Und hier bauen wir noch mal einen hin. So, dann kommt das hier wieder weg, denn dort kommen Trichter hin und eine Kiste. So, Trichter 1, 2, 3, 4. Man kann es auch mit nur einem Trichter machen, aber das würde das Einsammeln etwas erschweren von der Lore, das Austeilen. So, jetzt starten wir die Lore gleich. So, diese fährt jetzt hier unten ab. Sehr schön. So. Und zum nächsten, da helfen wir jetzt ein bisschen nach.
Jetzt werde ich euch das zeigen, wenn das Weizen jetzt gewachsen ist. Spürst da hinten den Villager, hä? So, normalerweise müsste der Villager jetzt das gewachsene Weizen abernten. Na komm, mach deinen Job. Ihr seht, er hat es abgeerntet, setzt ein Seed hin, sammelt die Seeds ein, der Weizen bleibt liegen. Dieser wird dann von dem Hopper Minecart eingesammelt und dann später hier in die Kiste verfrachtet. So habt ihr keine Essensprobleme mehr. Habt immer schön Weizen dabei. Einen Villager, der euch das Feld aberntet, sodass ihr das nicht machen müsst. Er nimmt immer wieder die Seeds auf, die rumliegen, bis sein Inventar voll ist und das Weizen lässt er liegen. Ihr dürft aber nicht vergessen, sein Inventar muss komplett voll mit Weizenkörner sein, mit Seeds. Ansonsten funktioniert das alles nicht. Hat er einen einzigen Inventarplatz mit einem Weizen voll, sammelt er das Weizen ein und gibt es auch nicht mehr ab. So, das war die automatische Weizenfarm und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, ist aber keine Pflicht. Lasst gerne einen Kommentar da, ich beantworte den auch. Und bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.